Die Cottbusser Spreemeile ist gerade jetzt in der Corona-Zeit eine gute Alternative zum Fitnessstudio. An den Geräten sieht man immer jemanden trainieren. Bis auf unkreative Tags an Schildern sind bisher keine großen mutwilligen Schäden entstanden. Das hat sich geändert. Seit einer Weile hat es jemand auf die Station Zielwerfen abgesehen. Der Ball musste dort schon 5-mal ausgetauscht werden. Wahrscheinlich hat ihn ein Hund zerbissen. Außerdem fehlt gerade die Slackline. Die hat jemand Unbekanntes einfach gerade durchgeschnitten. Tobias Schick vom Stadtsportbund ist sauer. Er bittet um Mithilfe. Und deshalb kann ich nur alle aufrufen, aufmerksam zu schauen, sich um Gottes Willen nicht einzumischen, sondern uns die Informationen geben, dem Ordnungsamt oder der Polizei. Wir danken auch der Stadt Cottbus, die jetzt hier öfters wieder nachschaut. Auch die Polizei hat ihre Unterstützung angeboten, aber wir brauchen natürlich die aufmerksamen Bürger. Und wichtig ist, allen, denen die Spreemeile gefällt, erzählen Sie es möglichst vielen Leuten, damit der soziale Druck auf diese einzelne Person, die hier leider querschießt und uns leider alle nervt, dass die vielleicht so einen großen sozialen Druck hat, dass sie sich das überlegt. Die Station ist die einzige, die sehr sichtgeschützt ist. Ein kaputter Zaun hält außerdem eine schnelle Fluchtmöglichkeit bereit. Die Betreiber haben bereits eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Von der Tat will man sich aber nicht entmutigen lassen. Nächsten Freitag kommen wieder freiwillige Menschen zusammen, um an der Meile entlang aufzuräumen. Wer Lust hat, kann sich für die Aktion beim Stadtsportbund immer noch anmelden. An diesem Tag werden wir zusammen mit der Firma Alpina, die uns unterstützt, Sven Tierfelder, Hackschnitzel wieder neu verteilen. Wir werden Hakarbeiten machen, wir werden zum Teil nochmal an der Böschung was schneiden, obwohl hier die Stadtverwaltung sehr vorbildlich war. Mein Lob an die Kollegin Frau Ziesche. Und wir werden auch Müll aufsammeln und dann natürlich schauen, ob einzelne Schilder sauber gemacht werden. Die werden dann mit einer gewissen Lösung von uns behandelt. Und dann machen wir das Graffiti ab, sodass dann zum 1. Mai zur Freiluftsaison alles wieder in Ordnung sein sollte. Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Treff ist am 30.04. am Sandokan. Nach der Säuberungsaktion können Sportlerinnen und Sportler an den Geräten wieder so richtig durchstarten. Die Station Zielwerfen bleibt dann hoffentlich vor weiteren Angriffen verschont.